war eine Männerrunde, alles Leute, die in der DDR sozialisiert worden waren. Und sie hatten auch unter Inkaufnahme von Zurücksetzungen, Verweigerung von Ausbildung und Studienplatzwünschen ihren Weg als Christ in dieser Zeit durchgehalten. Und nun, ungefähr war es damals 15 Jahre nach der friedlichen Revolution, stellten sie mir die Frage, 6 Männer an einem Stammtisch, was wir sie eigentlich immer schon mal fragen wollten: Wie sehen Sie denn eigentlich die Zukunft unserer Kirche? Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. So groß war die Erwartung in dieser Runde. Meine Antwort in dieser Situation ist immer noch meine tiefe Überzeugung, auch wenn sie für die Männer zuerst vielleicht eine gewisse Enttäuschung beinhaltet hat. Ich habe gesagt, wir werden noch einige Jahre durch eine Zeit der Krise gehen. Grundsätzlich ist mir um unsere Kirche nicht bange. Wenn wir auf die Kirche Jesu Christi schauen, weltweit wächst sie wie noch nie im Lauf der Kirchengeschichte. Wir Menschen haben offensichtlich ein Verlangen nach Überschreitung des Vorfindlichen, eine Sehnsucht nach Transzendenz, einen Durst nach Gott und Ewigkeit. Der Mensch ist auf ein großes Du angelegt. Tief innen in uns ist die Hoffnung eingegraben, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Und für immer mehr Menschen auf dieser Welt ist der christliche Glaube eine überzeugende Antwort auf ihre Fragen und Sehnsüchte. Warum sollte das bei uns in Pommern nicht gelten? Aber offensichtlich bringt man diese Sehnsucht nicht mit der vorfindlichen Kirche in Zusammenhang. Und die Kirche erscheint vielen Menschen nicht als die Trägerin einer überzeugten Antwort auf ihrer Suche nach Sinn und Orientierung. Aber nach wie vor braucht der Mensch Sinn und Orientierung. Da ist die gute Botschaft von dem Gott, der in diese Welt hineingekommen ist, der in Jesus Christus Leib geworden ist, der das Menschsein in seinen Höhen und Tiefen körperlich erfahren hat und deswegen wie kein anderer uns in unseren Problemen und Nöten beistehen kann, eine nach wie vor unüberbietbar gute Botschaft. Und dieser Jesus Christus ist geistig, im Geist Gottes, auch heute unter uns anwesend und schenkt uns Anteil an der Wirklichkeit Gottes. Als wir gerade zum Schluss das Lied gesungen haben, Shine, Jesus, Shine, da habe ich gedacht, mein Lieblingslied, was kann eigentlich jetzt noch schiefgehen? Mit dieser Kraft Gottes drängt er in diese Welt hinein. Diese Botschaft von Jesus Christus ist unüberbietbar, spannend und einladend. Deswegen, damit diese Botschaft auch bekannt wird, brauchen wir Evangelisation. Und wir brauchen auch eine klare Vorstellung davon, dass diese Evangelisation wirklich nötig ist. Allzu viele Menschen, auch Fromme, auch in den Kirchen, in allen real vorfindlichen Kirchen, sind prinzipiell der Meinung, dass diese Botschaft wichtig wäre, aber sie haben keine Vision von Evangelisation. Der farbige Journalist, Komponist und Saxophonist James McBride, Jahrgang 1954, wie ich auch, erzählt in seinen Lebenserinnerungen Die Farbe von Wasser, die so etwa vor 20 Jahren erschienen ist, wie er aufgewachsen ist in Brooklyn. 1 von 12 Geschwistern. Seine Mutter war Jüdin, kam sogar aus jüdisch-orthodoxem Haus. Sein Vater ein schwarzer Baptistenprediger. Und gemeinsam haben die beiden dann in den 50er Jahren in New Yorks Stadtteil Brooklyn eine Gemeinde gegründet und dann jahrzehntelang auch geleitet. Die Mutter von James McBride wusste etwas davon, wie man geistlich etwas in Bewegung setzt und wo es leider allzu oft auch hapert.
Sie sagte einmal in einem Gespräch mit ihrem Sohn, diese neuen Geistlichen, sie haben einfach keine Visionen mehr. Ihr Mann, der 1954 die New York Brown Memorial Baptist Church gründete, hatte eine Vision. Und so fragte sie ihren Sohn einmal, du hättest doch eigentlich auch Pfarrer werden sollen. Hast du das jemals überlegt? Aber man muss vorausschauend sein. Man braucht eine Vision. Hast du eine Vision? Und der Sohn ist ehrlich und antwortet, wahrscheinlich habe ich keine. Und darauf die Mutter, na, wenn du keine hast, dann solltest du Gott auch nicht auf die Nerven fahren. Ohne Vision geht es nicht. Frau McBride hat recht. Wenn die leitenden Vorstellungen fehlt, dann kann es mit der Ausbreitung des Evangeliums unter uns auch nicht vorangehen. Ich glaube, allzu häufig fragen wir nicht zielgerichtet, wofür denn eigentlich Jesus in diese Welt gekommen ist und was er eigentlich mit den Menschen, die Gott geschaffen hat, wollte. Und dann sind wir dabei, das, was wir immer schon gemacht haben in unseren Gemeinden und Kirchen, möglichst etwas besser zu machen. Und wir fragen uns, was fehlt noch dazu? Aber es fehlt eben eine wirkliche Vision, die uns nach vorne reißt. Mein alttestamentlicher Lehrer, Hans-Walter Wolf, hat einmal gesagt, was eine Vision ist. Und es gibt geistliche Leitung nicht ohne eine Vision. Geistliche Leitung beginnt damit, dass mir eine Vision geschenkt wird. Was ist eine Vision? Eine Vision ist nicht der Traum eines Theologen. Der Kenner der alttestamentlichen Prophetie, Hans-Walter Wolf, beurteilt das so. Man muss die Träume der falschen Propheten und die Visionen der rechten Propheten scharf unterscheiden. So scharf wie eigene Wünsche und Gottes Willen. In der prophetischen Gotteserfahrung muss der eigene Wille wenigstens ebenso überwunden werden wie die Wünsche der Zeitgenossen. Wünsche und Träume sind zu unterscheiden von der von Gott geschenkten Sicht. Im Unterschied zum Traum geht eine Vision auf eine Inspiration durch Gott zurück. Was wir also bräuchten, ist eine solche von Gott inspirierte und zugleich zeitgemäße Vorstellung von Evangelisation und Gemeindeaufbau. Seit etwa 25 Jahren ist zu beobachten, dass Begriffe Vision und auch Mission aus der Theologie in die Betriebswirtschaftslehre ausgewandert sind. Jede Unternehmensentwicklung braucht, wenn sie gelingen soll, solch tragende Leitideen. Im Handbuch der Wirtschaftsethik wird zum Thema Unternehmensphilosophie ausgeführt, dass die unternehmerische Vision am Anfang aller Überlegungen des Managements steht. Es heißt dort, aus betriebswirtschaftlicher Sicht zielen Visionen auf eine eingebungsartige Wesenserfassung ab, zu der eine Zukunftsbezogenheit tritt. Die Vision nimmt also eine denkbare Situation, die in der Zukunft eintreten oder herbeigeführt werden könnte, geistig schon vorweg. Dieses Bild wird in der Regel einzelnen Individuen geschenkt. Und zur betriebswirtschaftlichen Definition einer Vision gehört nach Rudolf Mann, einem bekannten Wirtschaftswissenschaftler, dreierlei. Zum einen ein visionäres Zukunftsbild. Zweitens muss dieses Bild Sinn vermitteln und mobilisiert drittens Lebensenergie. Sehen Sie, schon in der Wirtschaft weiß man, dass man nicht vorankommt, wenn man nur richtige Erkenntnisse hat, sondern es muss eine so überzeugende Einsicht da sein, die dann auch Lebensenergie freisetzt. Wir brauchen eine Erfahrung, dass das, was wir tun, Sinn macht, sonst fehlt die notwendige Energie, die wir für unseren Einsatz brauchen. Eine Lehre, die nur richtig ist und nicht zugleich Lebensenergie mobilisiert, genügt angesichts der im Leben eintretenden, dann vielfachen Frustrationen nicht. Ein Burnout wird nicht verhindert durch Richtigkeiten. Allerdings lässt sich eine Vision nicht erzwingen. Sogar die Wirtschaftler sagen, eine solche Vision muss einem geschenkt werden.
Wir haben vor Jahren in einem Arbeitskreis von befreundeten Theologen ein Programm aufgelegt, das heißt spirituelles Gemeindemanagement. Das ist auch hier in Volkenroda übrigens in einer ganzen Reihe von Kursen gelaufen. Die anderen beiden, die hier mitgemacht haben, sind Michael Herbst, jetzt ja schon seit fast einem Vierteljahrhundert praktischer Theologe in Greifswald, und Peter Böhlemann, Leiter des Instituts für Ausfort- und Weiterbildung in Schwerte-Villichs, wo ich auch früher tätig gewesen bin. Dieses spirituelle Gemeindemanagement setzt eben auch damit ein, dass wir erst einmal von einer Vorstellung gezogene Leute sein müssen. Wir haben dort formuliert, eine Vision ist eine bildhafte Vorstellung der Zukunft. Bezogen auf spirituelles Gemeindemanagement heißt das, eine Vision ist eine inspirierende Gesamtschau von Gemeinde, die uns durch die Schrift von Gott geschenkt wird. Nach dieser Einleitung möchte ich Ihnen jetzt gerne in insgesamt 4 Abschnitten mein Referat vortragen. Erstens Leitung durch das Wort, dann etwas zum Thema Spiritualität. Letzte Woche kam eine E-Mail von Roland, der sagte, wäre auch gut, wenn du was zum Thema Spiritualität noch sagen könntest. Dann möchte ich Ihnen gerne aufbauend auf diesen Kurs Standards spirituellen Gemeindemanagements nennen, was nach unserer Überzeugung das Besondere dabei ist. Und schließlich möchte ich zum Thema geistliche Leitung nach Böhlemann und Herbst, meinen beiden Freunden, Ihnen noch etwas genauer vortragen. Erstens also Leitung durch das Wort. Bei aller Unterschiedlichkeit der Stimmen, die wir im Neuen Testament hören, liegt doch dem gesamten Neuen Testament eine gemeinsame Überzeugung zugrunde, die der praktische Theologe Rudolf Bohren, der im nächsten Jahr 100 Jahre alt werden würde, wenn er noch leben würde, er ist mit 89 gestorben, so formuliert hat: Christus regiert seine Kirche im Geist. Das ist eigentlich die grundlegende und alles entscheidende Aussage. Nicht wir leiten die Kirche. Nicht wir machen Evangelisation. Wenn Gott in seinem Geist nicht die Kirche leitet und Evangelisation treibt, dann ist dieses Geschehen von vornherein schon vergeblich. Der auferstandene Herr, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist und in dessen Auftrag die Kirche eben auf den Namen dieses dreieinigen Gottes tauft und lehrt, ist in seiner Kirche anwesend, alle Tage bis an das Ende der Welt. Nach dem Johannesevangelium hinterlässt der auferstandene und erhöhte Herr den Parakleten, den Tröster, als dessen Aufgabe ausdrücklich das Leiten, Johannes 16, Vers 13, genannt wird. Jesus hinterlässt seinen Jüngern den Geist. Und im Anschluss an das Neue Testament hat deswegen Rudolf Bohren sachgemäß zusammengefasst, ich zitiere ihn aus einem frühen Vortrag über die Leitung der Gemeinde: Die Frage nach der geistlichen Leitung ist letztlich eine Frage nach der Gegenwart Christi in der Gemeinde. Eine Frage nach der Wirkung des Geistes und darum also primär nicht eine technische, sondern eine theologische, eine Glaubensfrage. Im Glauben aber eine Gehorsamsfrage. So ist die Leitung der Gemeinde nicht ein für allemal installierbar. Sie muss sich die Rückfrage der Gemeinde gefallen lassen, ob sie rechte Leitung sei, denn der Gemeinde ist aufgetragen, die Geister zu prüfen, auch und gerade den Geist der Leitung. Vom Heiligen Geist wissen wir aber, und er wird auch vermittelt, nur durch das Wort und durch Taufe und Abendmahl. Auf diesem Hintergrund ist es in der Tat unsere vornehmste Aufgabe, den Geist Jesu Christi, wie wir es gesungen haben, durch uns hindurch wirken zu lassen, damit er in dieser Welt sein Werk treibt. Zweitens, Spiritualität, ein Leben geprägt durch das Wort Gottes.
Nach einer Definition von Paul Zulehner, einem katholischen Pastoraltheologen aus Wien, der jetzt dort im Ruhestand, aber noch sehr aktiv lebt, einem väterlichen Freund, verstehen wir unter Spiritualität die Verwirklichung des Glaubens unter den konkreten Lebensbedingungen. Die Rede von der Spiritualität gehört natürlich in den dritten Artikel und setzt das Wirken des Heiligen Geistes voraus. Spiritualität meint ein Leben im Geist und aus dem Geist heraus. Während der Begriff Spiritualität heute überall gebraucht wird, vielleicht sogar unter einem inflationären Gebrauch leidet, verstehen wir ihn bewusst als einen lebensweltlichen Bezug des Glaubens. Der christliche Glaube öffnet unter den Zwängen dieser Welt ein Fenster ins Jenseits, lässt so das Licht der Ewigkeit auf unsere Situation fallen und ermöglicht so dem frischen Wind des Geistes Gottes in die abgestandene Luft unserer Gemeinden und Kirchen hineinzuwehen. Es wäre schade, wenn wir diese Orientierung und diese Belebung, die Christen für ihr Leben erhoffen, gerade aus der Verkündigung heraushalten würden, gerade aus dem Gemeindeaufbau heraushalten würden. Spirituelles Gemeindemanagement möchte helfen, die Kräfte des Geistes Gottes für die Evangelisation und für den Gemeindeaufbau fruchtbar zu machen. Spiritualität meint eben keine Techniken, die in besonderen Zeiten oder Räumen oder Praktiken zur Anwendung kämen. Vielmehr gilt es, das ganze Leben von Gott her zu leben. Eine spirituelle Lebensführung rechnet mit der Wirklichkeit Gottes im Alltag der Welt. Ein spiritueller Mensch wird seine ganze Arbeit von Gott her tun und seine Beziehung zu anderen Menschen von Gott her leben. Ich komme dann zu der These, die das versucht zusammenzufassen. Bei einem spirituellen Menschen ist die Beziehung zu Gott das tragende Element. Sie stellt sich im Gebet oder in der Arbeit nur je verschieden dar. Spiritualität trennt Gott und Welt nicht voneinander, sondern stößt in allen weltlichen Bereichen auf Gott als deren tiefsten Grund. Der spirituelle Mensch könnte mit Dietrich Bonhoeffer sprechen, aus Widerstand und Ergebung. Ich möchte von Gott nicht an den Grenzen, sondern in der Mitte. Nicht in den Schwächen, sondern in der Kraft. Nicht also bei Tod und Schuld, sondern im Leben und im Guten des Menschen sprechen. Die Feuerprobe auf unseren Glauben ist nicht, ob wir klug oder rührend von Gott reden können oder ob wir angesichts der Grenzen des Lebens zu trösten vermögen. Das ist auch wichtig. Aber ob wir spirituelle Menschen sind oder nicht, entscheidet sich daran, ob wir unseren Alltag aus den Ressourcen des Glaubens heraus gestalten oder nicht. Die Ausgrenzung des Glaubens aus dem Lebensalltag ist eine neuzeitliche Entwicklung. Man reserviert den Glauben für den Sonntag und für den Kirchenraum. Die Bibel redet jedoch ganz anders vom Glauben. Abraham, der ja als Vater des Glaubens bezeichnet wird, so Paulus in Römer 4, hat eine Begegnung mit Gott. Und darin stellt sich Gott Abraham vor und offenbart sich zu ihm zugleich. Und er offenbart sich dabei gleichzeitig, mit welcher Lebenserhaltung einem Leben im Wissen um Gott, welche Lebenshaltung einem Wissen um Gott entsprechen würde. In 1. Mose 17, Vers 1 spricht der lebendige Gott Abraham an: Ich bin der mächtige Gott El Shaddai. Wandle vor mir und sei ganz. Das Wort, was da steht, Tamim, hat Martin Luther noch übersetzt mit Wandle vor mir und sei fromm. Weil fromm, ich habe das mal nachgeschaut, im 16. Jahrhundert durchaus noch ein Leben meinte, das in Übereinstimmung mit seinen Erkenntnissen auch gelebt wird. Heute aber ist das Wort fromm
mit einer Bedeutungsfülle belegt, die gerade das im Grunde ausschließt. Wer fromm ist, ist eben nicht mit beiden Beinen auf dem Boden. Und dieses Wort Tamim meint ganz bewusst dieses Ganzheitliche, dieses Unversehrte. Wandle vor mir und sei ganz, so übersetzt es auch Klaus Westermann in seinem Genesis-Kommentar. Gott gebietet darin im Grunde, so Westermann, ein Leben im Gegenüber zu Gott, in dem jeder Schritt im Aufblick zu Gott getan wird und jeder Tag von ihm begleitet ist. Dies ist nicht etwa eine hohe Forderung, sondern das ganz Natürliche. Die Bibel legt also uns mit anderen Worten so etwas nahe wie eine Partnerschaft mit Gott. Die Bibel kennt unsere Unterscheidung von Innerem und Äußerem nicht. Es geht ihr immer um den ganzen Menschen. Ist das einmal innerlich nachvollzogen, dass Spiritualität eine solche ganzheitliche Grundhaltung des Menschen vor Gott meint, dann kann auch nach besonderen Formen gefragt werden. Wer versucht, spirituell zu leben, weiß um die heilsamen Kräfte einer Tagesordnung und von Riten, einem wohlüberlegten und gesunden Lebensstil und dem darin reservierten Raum für Gebet und Meditation. Christliche Spiritualität kulminiert in der Kommunikation Gottes mit uns und unserer Kommunikation mit Gott. Das Hören auf Worte der Heiligen Schrift und das Gebet helfen, das Leben angesichts immer neuer Herausforderungen zu bewältigen. So steht geistliche Leitung in der Tradition evangelischer Aszetik, wie sie wiederum Dietrich Bonhoeffer für evangelische Pastoren formuliert hat. Er schreibt das auch in Widerstand und Ergebung. Die tägliche stille Besinnung auf das mir geltende Wort Gottes, und seien es nur wenige Minuten, will für mich zum Kristallisationspunkt alles dessen werden, was innere und äußere Ordnung in mein Leben bringt. Bei der Unterbrechung und Auflösung unseres bisherigen geordneten Lebens, wie diese Zeit sie mit sich bringt, bei der Gefahr, die innere Ordnung über der Fülle des Geschehens, über der restlosen Inanspruchnahme durch Arbeit und Dienst, über Zweifel und Anfechtung, Kampf und Unruhe aller Art zu verlieren, gibt die Meditation unserem Leben so etwas wie Stetigkeit. Sie hält die Verbindung mit unserem bisherigen Leben von der Taufe zur Konfirmation, zur Ordination. Sie bewahrt uns in der heilsamen Gemeinschaft der Gemeinde. Sie ist eine Quelle des Friedens, der Geduld und der Freude. Sie ist wie ein Magnet, der alle vorhandenen Ordnungsmächte unseres Lebens auf ihren Pol richtet. Sie ist wie ein reines, tiefes Wasser, in dem sich der Himmel mit seinen Wolken und mit seiner Sonne in Klarheit spiegelt. In Gebet, Schriftlesung und Gottesdienst gewinnt das geistliche Leben seine Ressourcen, um sich mit gestaltender Kraft dem Gemeindealltag und der Evangelisation zuzuwenden. Hilfreich sind dabei die verschiedenen Ausdrucksformen der Spiritualität. So zum Beispiel die Tagzeitengebete, wie wir sie auch hier im Kloster treffen, sie strukturieren den Tagesablauf, indem sie den Übergang zwischen Nacht und Tag und Tag und Nacht markiert. Dank für Gelungenes und Geschenktes, Klage über Versäumtes und gelegentlich Bekenntnis von schuldhaftem Versagen finden hier ihren Ort. Und sie stellen den Einzelnen immer in eine Gemeinschaft, erinnern das Wort Gottes und geben eine Gelegenheit, um gemeinsam zu beten. Ich nenne als eine besondere Form das Bibelteilen. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Dieses Bibelteilen ist so etwas wie ein Beten über einen Bibeltext. Es ist in Südafrika entwickelt worden, in der katholischen Kirche. Oswald Hirmer, später Missionsbischof der katholischen Kirche in Südafrika,
hat diesen gottesdienstlichen Umgang mit dem biblischen Wort entwickelt, indem einzelne Worte, Wendungen aus dem Text in eine Gemeinschaft hineingesagt werden. Dann sagt man, was einem dabei persönlich das Herz bewegt, und fragt ganz konkret nach dem, was Gott uns durch dieses Bibelwort aufträgt, und das Ganze endet im gemeinsamen Gebet. Die Predigt ist Ausdrucksform der Spiritualität. In der Predigt soll das Evangelium nicht nur immer wieder neu gesagt werden, sondern es geht darum, die Lebenswelt vom Wort Gottes her zu deuten. Die Predigt stellt immer wieder neu die Frage, mit der Dietrich Bonhoeffer durch sein ganzes Leben gegangen ist: Wer ist Jesus Christus für uns heute? Eine Bemühung um eine Erneuerung der Evangelisation kann immer wieder nur bedeuten, eine Bemühung um die Wiedergewinnung der Christuspredigt. Anbetung: Gemeinde lebt und wächst aus dem Lob Gottes. Fürbitte: Der Austausch von Gebetsanliegen und das gegenseitige Anteilnehmen schafft untereinander eine große Offenheit. Und schließlich die Segnung auch leibhaftig durch Handauflegung erfahren. In all diesem geschieht geistliche Leitung, und dies versucht auch Ausdrucksformen benediktinischer Frömmigkeit aufzunehmen, nämlich zu beten und zu arbeiten. Das, was häufig als Gegensatz gesehen wird, nämlich entweder auf der einen Seite der Verheißung Gottes zu trauen oder unter Einsatz aller zur Verfügung stehenden Fertigkeiten und Techniken selber etwas zu machen, das erweist sich auf dem Hintergrund einer solchen Spiritualität als die beiden Seiten der gleichen Münze. Der Heilige Geist wirkt nämlich nicht unter Ausschaltung, sondern unter gezielter Benutzung menschlicher Fähigkeiten und Gaben. Ich nenne jetzt aber nur kurz die Standards spirituellen Gemeindemanagements, das, was wir also hier in diesem Programm damals 2001 entwickelt haben und was in vielfachen Kursen 20 Jahre lang vor allen Dingen mit Pastorinnen und Pastoren dann versucht ist, als Fortbildung auch weiter in ins geistliche Volk hineinzubringen. Die bisherige Ausbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern fördert in der Regel nicht die Arbeit an der eigenen Spiritualität. Wir brauchen aber die Fähigkeit, Bibelworte auch nicht nur als Hinweis auf Errettung, auf das persönliche Leben zu beziehen, sondern auch die Fähigkeit, die Bibelworte für den Gemeindeaufbau anzuwenden und daraus Kraft zu schöpfen, wie wir heute ganz konkret Gemeinde bauen können. Und deswegen ist der erste Standard des spirituellen Gemeindemanagements eben, dass wir die Bibel auch bewusst auf das Gemeindeleben und auf das gemeinsame Leben beziehen. Das spirituelle Gemeindemanagement versteht, wie gerade ausgeführt, Spiritualität als Offenheit für den Geist Gottes und hilft. Was ist das? Das ist was draußen. Okay. Ist nicht so, dass jetzt hier irgendwo die Luft verbraucht ist und alle gleich umfallen oder so. Wir haben so eine Ampel bei uns im Vortragssaal. Geht zum Schluss auf Rot und dann fangen die ersten in Oma. Das spirituelle Gemeindemanagement versteht Spiritualität als Offenheit für den Geist Gottes und hilft, Gebet und kybernetische Planung miteinander zu verbinden. In einer Kirche ohne große Visionen geht es darum, das kreative Potenzial zu stärken. Visionen werden, wie ich gerade schon sagte, allerdings in der Regel Einzelnen geschenkt. Darum kommt es dann darauf an, dass diese Visionen auch ansteckend vermittelt werden.
dass man darüber redet und dass das ausstrahlt. Es kommt darauf an, aus diesen Visionen die Gemeinde und ihre Mitarbeiterschaft zu beflügeln, gemeinsame Leitbilder zu entwickeln, die auf diesen Visionen fußen. Deswegen das spirituelle Gemeindemanagement bildet die Fähigkeit zur Kommunikation von Visionen und der Erarbeitung von Leitbildern für die Gemeinde aus. Und schließlich, der Evangelist, die Evangelistin darf nie eine einsame Leiterin sein. Obwohl man an der richtigen Stelle es auch nicht scheuen darf, mal das Heft in die Hand zu nehmen, leiten wir heute klugerweise in der Regel durch Kommunikation, durch Überzeugung und Argumente. Er oder sie versteht sich dann als Teil einer Gesamtgemeinde und ihrer Mitarbeiterschaft und versteht Leitung anteilgebend und andere einbindend. Darum beteiligt er oder sie Sachverstand und Engagement möglichst vieler, soweit es eben sinnvoll ist. Ein kommunikativer und partizipativer Leitungsstil gehört deswegen zu den Grundkompetenzen des spirituellen Gemeindemanagements. Darüber hinaus braucht man auch vielleicht noch einige genaue Fähigkeiten und Fertigkeiten, die manchmal durchaus aus den Managementwissenschaften entlehnt werden können. Da sollten wir durchaus bereit sein, auch einiges aufzunehmen. Ich komme damit zu meinem vierten Teil der Ausführung insgesamt. Peter Böhlemann und Michael Herbst haben dann mit diesem Buch Geistlich Leiten, ein Handbuch, das, was wir beim spirituellen Gemeindemanagement erarbeitet hatten, noch einmal fortgeschrieben zu einer Leitungstheorie, und zwar zu einer praktischen Leitungstheorie. Und die möchte ich Ihnen jetzt im letzten Teil meiner Ausführungen noch genauer vorstellen. Der Heilige Geist leitet, aber er leitet immer so, dass er uns auch beteiligt. Bei Rudolf Bohren wiederum haben wir Arnold von Ruhler kennengelernt und der hat das Stichwort der theonomen Reziprozität entwickelt. Das Problem ist ja, wie beteiligt Gott uns Menschen an seinem Werk? Ist es nicht so, dass er eigentlich doch immer die Dinge in der Hand hat? Ist es eventuell auch unevangelisch, synergistisch und damit schon als Häresie in der alten Kirche verworfen, wenn der Mensch zu groß dabei herauskommt? Aber hat das nicht als Folge, dass wir uns als Menschen oft zu stark zurücknehmen, viel zu wenig einbringen, weil von unserem Wollen und Vollbringen hängt es ja doch nicht ab, sondern nur von Gottes Tun? Und da hat der reformierte Theologe Anton Arnold von Ruhler eben gesagt, ja, es geht um ein Miteinander, um eine gegenseitige Beziehung, also Reziprozität, aber diese ist von Gott bestimmt, deswegen theonom. Und Rudolf Bohren hat das zuerst auf die Predigt angewandt und hat gesagt, wir brauchen in der Predigt gleichzeitig alles Know-how, was wir einbringen können, um eine gute Rede zu machen. Aber gleichzeitig wissen wir, ohne das Wunder, dass Gott seinen Geist schenkt, ist nichts gewonnen. Es geht also in der theonomen Reziprozität um die Verbindung zwischen Machbarkeit und Wunder. Und deswegen leitet der Heilige Geist in dieser theonomen Reziprozität, in dieser gottbestimmten Wechselseitigkeit. Und Bohren hat das weiter formuliert in den Satz, der Geist Gottes ist ein Geist der Synergie, der gar nicht gerne ohne des Menschen mitwirken wirkt, sondern der am liebsten in, mit und unter menschlichen Tun wirkt und jenes Ereignis hervorbringt, das das Geheimnis der Kirche ist. Geistliche Leitung geschieht eben durch Mitarbeitende Gottes. Und da schon Paulus diesen Begriff Gottes Mitarbeiter, zum Beispiel in 1. Korinther 3, einsetzt, und da redet er ja sozusagen von den Synergoi-TU, da sind die Mitarbeiter Gottes, das ist eine Synergie, die da auch
zum Ausdruck kommt, da haben wir den biblischen Synergieeffekt. Übrigens, Synergeuteu heißt auf Latein die Cooperatores Dei, also sind wir göttliche Kooperationspartner. Und so gilt es auch für die geistliche Leitung. Geistliche Leitung unterscheidet sich vom normalen Leitungshandeln in der Tiefe. Es ist die Tiefendimension, die sich jedoch nur im Glauben erschließt. Daran hängt alles. Geistliche Leitung kommt dann in der Kirche in allen Formen von Leitung zum Tragen, wenn sie in dieser Tiefe vorhanden ist. Geistliche Leitung ist keine Sonderform, keine Spezialtechnik und kein Superadditum. Geistliche Leitung ist vielmehr das Wesen, die Essenz von Leitung. Sie hat viel zu tun mit der Haltung und der Intention derer, die leiten und die geleitet werden. Sie ist auf Inspiration und Intuition angewiesen. Letztlich bedeutet geistliche Leitung den Verzicht auf eigene Macht. Und letztlich bedeutet sie, Führung geschehen zu lassen. Hörende Wahrnehmung, das ist Leitung durch den, der der Grund allen Seins ist. Geistliche Leitung wahrnehmen heißt, Gott wahrnehmen, auf eigene Macht zu verzichten und dennoch mutig zu leiten und Management zu betreiben. Geistliche Leitung heißt, den Weg durch die Ohnmacht zu gehen, um in Fülle aus Gottes Hand zu nehmen. Geistliche Leitung ist in der Tiefe Begegnung mit Gott. Wir können das vielleicht mal mit einem Vergleich versuchen zu fassen. Woran erkennt man geistliche Musik? Gibt es objektive Kriterien für geistliche Musik, die den Unterschied zwischen geistlicher und weltlicher Musik ganz eindeutig festlegen? Wer diese Frage beantworten will, dem wird die Beantwortung nicht leicht fallen. Zwar meint man, irgendwie spürt man schon den Unterschied, aber den genauen Unterschied zu definieren, fällt schwer. Es liegt auch nicht nur an den geistlichen Texten. Es liegt nicht nur an den Orten der Instrumente. Den Bach-Präludien wirken beispielsweise auch im Konzertsaal noch geistlich. Eine objektive Unterscheidung aufgrund der Stilistik und Methodik ist weder sinnvoll noch möglich, noch wirklich zuverlässig. Tatsächlich liegt das Besondere geistlicher gegenüber weltlicher Musik eher im Bereich der Intonation der Komponisten und Texterinnen und Texter und der Intuition der Vortragenden und der Interpretation der Zuhörenden. Das heißt, das Geistliche an geistlicher Musik erschließt sich nicht objektiv, sondern eher subjektiv und psychologisch aufgrund einer tiefen Dimension. Und es ist abhängig von der persönlichen Ausrichtung der Beteiligten. Und sowohl Komponistinnen als auch Zuhörer geistlicher Musik werden es als ein Geschenk des göttlichen Geistes oder eben als Inspiration bezeichnen, wenn durch die Musik Türen zur Begegnung mit der göttlichen Wirklichkeit geöffnet werden. Deswegen ist geistliche Leitung nicht Leitung durch Geistliche. Das wäre ein römisch-katholisches, hierarchisches Missverständnis. Nicht, wenn geistliche Amtsträger leiten, dann ist es geistliche Leitung. Sondern ich versuche eine andere Definition. Geistliche Leitung ist Leitung durch den göttlichen Geist, vollzogen in der Gemeinschaft der Heiligen durch die vom Geist eingesetzte Leitung. Diese Definition spricht nicht gegen die Wahl von Leitungspersonen in der Kirche. Im Gegenteil, sie rechnet damit, dass Gottes geistvolles Handeln auch durch die Wahl in einer Gemeinschaft zum Zuge kommt. Ich möchte Sie schon mal darauf hinweisen, hier sind drei verschiedene Farben, die uns gleich noch begegnen werden. Leitung durch den Geist ist rot, vollzogen in der Gemeinschaft der Heiligen grün und durch die vom Geist eingesetzte Leitung ist blau. Das Rote
symbolisiert das Kraftvolle, das Motivierende, das, was von einer Vision oder von dem von Gott geschenkten Geist ausgeht. Das Grüne symbolisiert die Personenebene und das Blaue die Inhalte und Kompetenzen. Man könnte also sagen, geistliche Leitung stellt sich so dar. Vielleicht erst einmal durchaus säkular ausgedrückt. Leitung hat eben diese drei unterschiedlichen Aspekte. Sie hat eine Ziel- und Zukunftsorientierung, eine Sach- und Kompetenzorientierung und bezieht sich auf Personen oder ein bestimmtes Team. Die Fähigkeit zum Umgang mit Menschen, kommunikative Kompetenz und Talent zur Teamarbeit sind heute fast wichtiger als die sich ohnehin ständig verändernden Inhalte und das ständig verändernde Fachwissen. Es geht also darum, bei Leitung andere in diese Leitung, in dieses Leitungshandeln mit hineinzunehmen, Menschen zu fördern, ihre Talente zu entdecken und ihre Kompetenzen freizusetzen. Dadurch, dass nun auch hier ein soziales Geschehen passiert, entwickelt sich auch eine ganz eigene Kultur, die Menschen anzieht oder gegebenenfalls auch abstößt. Die Sach- und Kompetenzorientierung zeigt sich in bestimmten Leitungswissen, in der Fachkompetenz, auch in der Effizienz, in der dieses Wissen eingesetzt werden kann. Dazu brauche ich Planung, Analyse und Reflexion. Das kann in Schulung und Training geübt werden. Und schließlich nützt das Ganze nichts, wenn es nicht von der richtigen Vision geleitet ist, wenn dadurch nicht auch Innovationen in unseren Alltag hineinkommen und wenn ich nicht die Umsetzungskraft, ich könnte auch sagen, das Charisma habe, um eine Gemeinschaft davon zu begeistern. Eine Vision ist geprägt von einer Weitsicht durch das Vorfindliche hinaus. Es gibt einfach ein Gefühl für die richtige Richtung und so werden andere motiviert. Wie kriegt man diese drei Dimensionen zusammen? Drei Dimensionen sind immer schon für uns ein bisschen komplizierter. Wir denken immer eigentlich nur binär, also in ein Entweder-Oder oder A plus B denken. Und deswegen denken wir auch unter Umständen zuerst das eine und dann das andere. Aber immer gleichzeitig drei Aspekte im Blick zu haben, macht die Sache schon ein bisschen kompliziert. Gute Leitung benötigt kein statisches Denken und nicht künstliche Alternativen, sondern gute Leitung vollzieht sich in zirkulären Prozessen. Der gute Leiter sorgt dafür, dass die richtigen Personen das angemessene Ziel erreichen und so die Sachen bewegen. Wie verhält sich aber dann die Leitung durch den Geist und moderne Leitung? Vieles von dem, was wir über Leitung und Führung nun gerade gesagt haben, wäre genauso auch zu einer gelingenden geistlichen Leitung zu sagen. Sie geschieht partizipatorisch, kommunikativ durch Nächstenliebe, Seelsorge und gabenorientierten Gemeindeaufbau. Sie ereignet sich theologisch durch die Kommunikation des Evangeliums in Lehre und durch Orientierung am Auftrag. Und schließlich wird sie spirituell erfahren in Verheißung und Vision, im Gebet und Gottesdienst. Ich erinnere nochmal daran, wie ich Leitung im Anschluss an Böhlemann und Herbst definiert habe, als Leitung durch den Geist, die von Menschen vollzogen wird. Und dann wundern wir uns vielleicht, dass es sich immer noch um Leitung handelt. Aber die geschieht eben nach den Regeln oder auch der Kunstfertigkeit guter Leitung. Darf man nun Erkenntnisse, so macht der ein oder andere von Ihnen Fragen, aus der Betriebswirtschaftslehre über Führung und Leitung so in der Theologie einführen?
Ich frage als Gegenprobe, finden wir nicht die gleichen Elemente auch in der Bibel? Ich mache mal eine Probe vom Alten Testament her, bei der Zentralfigur des Alten Testaments Mose und anschließend die Gegenprobe bei Jesus. Was waren Mose und Jesus für Leiter? Mose konnte ja auf jeden Fall schon mal ganz gut vorweggehen. Er war manchmal auch so, dass er die Dinge selbst in die Hand nahm, vielleicht sogar zu forsch. Und dann begegnet ihm Gott in diesem Dornbusch. Und da bekommt Mose sozusagen das geschenkt, was jeder guter Leiter braucht, nämlich eine Vision. Und er sagt dann, ich kann aber nicht reden. Ich bin kein Politiker und ich brauche eigentlich einen Öffentlichkeitsreferenten, einen Sprecher oder sowas. Und dann brauche ich jemanden für den praktischen Gottesdienst, das kann ich auch nicht so gut. Tanz und Musik und Liturgie, das liegt mir nicht so. Und Gott hilft ihm. Gott schenkt ihm die Vision des gelobten Landes, in dem Milch und Honig fließt. Und das wird verleiblicht in der Wolken- und Feuersäule, die vorwegzieht. Und er gibt ihm die Zusage, dass andere ihm zur Seite stehen und die tun das auch. Aaron für die Kommunikation, Miriam für die feierliche Liturgie, hier bei Chagall, man kann das wegen der Lichtverhältnisse nicht ganz so gut sehen, also hier Mose, dann Aaron, sein Bruder, für die Kommunikation und hier ist Miriam und hier im Hintergrund die anderen Männer, das sind die, die Jitro, der Schwiegervater des Mose zur Seite gestellt hat, weil einfach das Richten über die alltäglichen Verhältnisse in Israel ihn müde gemacht haben. Also ein ganzes Unterstützungsteam steht Mose zur Seite. Und schließlich hat Mose natürlich auch einen wichtigen Inhalt, den er weitergeben soll, die Lehre vom Gebot Gottes. Und so kommen bei Mose die drei Dimensionen von geistlicher Leitung zusammen. A, das Geistvolle, die Gottesbeziehung und die Vision. Im brennenden Dornbusch begegnet Gott dem Mose. Die Wolken und die Feuersäule leiten das Volk durch die Wüste. Und Mose geht mutig voran. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Aber Mose macht es eben auch partizipatorisch. Er hat dieses Unterstützungsteam an seiner Seite, so wie sein Schwiegervater ihn Teamarbeit gelehrt hat, so macht ihr es leichter und lasst ihn mit dir es tragen. Und schließlich ist ihm das Wort Gottes und die Gebote anvertraut. Und wenn er zu den Israeliten redete, was ihm geboten war, sahen sie, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Aber nicht nur bei Mose und im Alten Testament finden wir diese drei Dimensionen, sondern im Grunde auch bei Jesus. Jesus war ein Visionär. Er zog sich in die Stille zum Hören zurück und zum Beten. Dann gerade, wenn viel los war, wenn Trubel war, dann zog er sich an den See Genezareth, an den Eremos, an diese Einöde zurück, vielleicht die kleine Höhle über Tabka. Bevor er losgeht und beruft, braucht er diese neue Inspiration durch Gott. Er wird von der Vision des Reiches Gottes ergriffen und führt dann seine Jünger hinauf nach Jerusalem. Und schließlich ist es bei Jesus mit Händen zu greifen. Er lebt, feiert und isst mit den Menschen. Er erbarmt sich der leidenden Kreatur, heilt und bevollmächtigt. Jesus sucht sich Teams und gründet Teams. Er ist ja nicht vorstellbar ohne die Jüngerinnen und Jünger, ohne die 12 und den größeren Kreis, ohne die Zweierteams, die er an die Arbeit stellt. Und schließlich bringt Jesus eine neue Lehre, eine neue Deutung des Wortes Gottes. Jesus lebt aus der Schrift und legt sie aus. Er lehrt und predigt das Evangelium von der Herrschaft Gottes.
Dieser Inhalt, das Evangelium, spielt die entscheidende Rolle. Wir stehen jetzt kurz vor Pfingsten und da erinnern wir uns ja daran, dass der Geist Gottes seine Gemeinde erst vorangebracht hat. Und wir haben hier noch einmal die biblischen Dimensionen von Leitung durch den Heiligen Geist. Sehr schön zusammengefasst in diesem Wort aus dem 2. Timotheusbrief. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Damit die Jüngerinnen und Jünger ihren Auftrag zur Leitung und zum Aufbau der Gemeinde ausüben können, lässt Jesus ihnen seinen Geist, nicht der Furcht, sondern der Kraft. So bekommen sie Zukunft und Hoffnung, Richtung und eine Anschauung der Wirklichkeit Gottes, eine neue Vision. Sie bekommen den Geist der Liebe, das Personenbezogene. Diese Liebe tröstet und eint, heilt und bevollmächtigt zur Ausübung des Evangelistenamtes und der Besonnenheit. Die Besonnenheit hilft zur Auslegung der Schrift und zur Erkenntnis, dass Jesus der Christus ist. In diesem Weg, der uns hineinreißt in das Tun Gottes in dieser Welt, kommt schließlich der Wille Gottes zum Zug, dass alle Menschen die Wahrheit Gottes erfahren mögen. Und Gott tut das, indem er uns an seiner Leitung beteiligt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.